Hallihallo, meine liebe Leseratten da draußen. Heute möchte ich euch gerne mein erstes Buch aus dem Oktober vorstellen, was ich als erstes gelesen habe und auch als erstes beendet habe. Und zwar, das hat die Gleise Nena, die liebe Luna, richtig überrascht und ich hoffe, du guckst auch das Video. Beziehungsweise, ich kann da eh nichts viel zu sagen. Das Schicksal ist ein mieser Verräter. Ja, von John Green. Ich habe das Buch drumherum gegriffen. Ich hab's gelesen. Ich hab's an die Wand werfen möchten. Wollte ich ganz gerne an die Wand werfen. Und ich konnte es nicht bewerten. Ich konnte es einfach nicht bewerten. Nun gut. In ein Schicksal ist ein das Schicksal ist ein mieser Verräter von John Green geht es um die 16-jährige Hazel. Geht es um die 16-jährige Hazel, die Krebs hat, also als er so Schilddrüsenkrebs hatte und jetzt Lungenkrebs. Und ihre Eltern fordern sie auf, in eine Selbsthilfegruppe unter Jugendliche zu kommen. Und dort lernt sie Augustus Waters kennen. Ja. Natürlich, ich kann nicht so viel erzählen, weil sonst zu viel Spoiler. Aber in der Geschichte halt geht es darum ganz viel um Krebspatienten, Diagnosen und all dem. Man fährt Achterbahn mit den Gefühlen und man fährt Achterbahn mit den Gefühlen. Ich habe mitgelitten mit Hazel und ich weiß nicht, ob die anderen Geschichten von John Green auch so komisch, oder was heißt hier komisch? Das ist mein erster schon. Also ich kann es auch wirklich sehr schlecht rezensieren, stelle ich gerade fest. Weil ich will nicht spoilern. Ich kann nicht so richtig darüber reden, aber trotzdem will ich darüber reden. Ja. Also, wie gesagt, es geht um Hazel, die Krebs hat, die wir Augustus Waters kennen. Es beginnt eine Liebesgeschichte, was hier hinten drauf steht. Es werden Freundschaften geschlossen, es geht um Tod, es geht um so vieles und ja, ich kann dieses Buch gerade nicht rezensieren. Ich habe Schwierigkeiten, es zu rezensieren. Ich sage es halt darum auch, wieso ich diesem Buch keine Sterne gegeben habe. Ich habe so irgendwie eine Vorstellung von 4 Sternen, aber das Buch, ich finde, diese 4 Sterne wird diesem Buch nicht gerecht. Genauso wenig wie 5 Sterne. Es liegt vielleicht auch daran, weil das auf eine wahre Begebenheit liegt. Ich hatte, glaube ich, immer in einem Video gesagt gehabt, dass der echte Augustus, also das heißt, auf dem das da eben aufbaut, an den Krebs eben gestorben ist. Und ja, ich merke gerade, wie ich fast anfangen muss zu weinen, komischerweise. Ich kann es einfach nicht. Ich kann über dieses Buch einfach nicht reden. Frag mich nicht wieso. Das Video kommt trotzdem hoch. Egal. Egal, was ihr jetzt davon haltet. Es ist eine Scheißrezension, ich weiß. Ich kann echt nicht. Also, ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil es halt um diesen unheilbaren. Um dieses unheilbare Krebs liegt oder so. Auf jeden Fall, ich habe das Buch wirklich nicht bewertet, weil es darum halt um junge Leute geht, nicht nur um junge, sondern auch
ältere Leute und ich kann es einfach nicht bewerten. Ich kann es nicht rezensieren. Gar nichts. Und ich glaube, ich breche hier das ab. Das ist auch echt nicht gespielt. Also, es ist ein ganz tolles Buch und ich muss nun sagen, ich hasse das immer. Ich hasse es. Aber okay. Ich mache hier jetzt Schluss, also ihr könnt mir ruhig in die Kommentare schreiben, aber bevor ich euch hier vor der Kamera zusammenbreche, deswegen, ich mache jetzt. Ich mache jetzt hier Feierabend. Thank you.